Hallo, willkommen zu einer neuen Runde. So, es lädt gerade wieder rein. Müsste eigentlich jeden Moment wieder durch sein. Ich habe es eigentlich auf der SSD. Ich weiß nicht, warum das immer so lange dauert. Wahrscheinlich wird da irgendwas gedownloadet im großen Umfang. Spielstand und so, ne? So, ja, 128.000 Mann haben wir wohl auf der Map im Unterschied. Da nicht viel dazu kam, gab es wohl eine Menge Kampfverluste diese Woche. Schauen wir uns das nachher nochmal im Detail an. Also jetzt im Detail an und nachher nochmal in der Statistik. Die buddeln sich darüber um ein. Witzige Kerlchen. Okay, ja, schauen wir uns das mal an. Was passiert ist? Große Feldschlachten. Hier vorne gab es eine große Schlacht, hier gab es eine große Schlacht und hier auch. Da war so diese Mini-Pocket an der Seite. Ja, die wurden komplett geroutet. Hat die fast gar nichts gekostet, die Wehrmacht. Ein Klassiker. Und dann haben sie ein Stück kaputt gehauen. Also mit minimalsten Verlusten haben sie sich hier einfach durchgehackt. Ich sage ja, also jeden Kampf, den man gegen die Wehrmacht führt, ist echt schmerzhaft. Ne? Ich meine, schaut euch das mal an. Die hatten einen 5er Bunker, ja, was irgendwie 1500 Punkte ausgemacht hat. Und haben trotzdem halt hart den Kampf verloren. Man muss natürlich sagen, diese 1500 Punkte mit dem 5er Bunker, ihr müsst auch durch 5 teilen, dann habt ihr die normalen Container und selbst dann sind die noch schlechter. Ja? Aber wenn man das alles zusammennimmt, also das, ne, also gegen die Wehrmacht verteidigen, ist einfach der helle Wahnsinn. Zumindest 41. Aber wir haben ja da oben gerade auch keine andere Wahl, glaube ich. Aber es ist nicht so, dass man den Gegner runtergrindet. Muss aber auch sagen, er muss wahrscheinlich die ganzen Truppen vorbereiten. Ne? Hier ist noch jeder systematisch die Motorräder reingeholt, weil ohne Klaus ging das nicht. What the fuck, Mann? Warum hast du Motorräder da drin bei der Invasion? Also keine Ahnung, wo die mitten im Blizzard, ja, im Schneesturm, mit Motorrädern in die Wälder fahren. Aber okay, es hat ja geklappt. So, ja, hier auch, ne? Große Schlachten. Hier haben wir tatsächlich aber gehalten. Da lief die Geschichte. Wollte nicht überall gleichzeitig angreifen. Stark angreifen. Hier oben haben wir den Ausfall versucht. Hat leider nicht funktioniert. Hat eine Massaker geändert. Wir haben 3.000-4.000 Mann verloren. Hier haben wir ebenfalls einen Ausfall versucht. Hat leider auch nicht funktioniert. Aber wir haben die Bunkeranlagen beschädigt. Ne? Also dann frieren die gut, die Jungs. Das ist ja auch schon mal nice. Unendlich viel Artillerie hatten wir bei diesem Kampf dabei. Da wurde einfach reingehalten. 1.200 Geschütze. Nicht sicher, wo die hingeballert haben. Also er versucht das hier zu connecten. Das ist jetzt so, dass wenn das hier gleich zuschneit alles, dass er hier oben können die Truppen dann alle drüber laufen. Dann muss man ein bisschen aufpassen. Müsste man eigentlich Eis sehen können. Da steht jetzt nur eher cool, cold. Also das kann auf jeden Fall zufrieren. Ich weiß nicht genau, wo man das nachher dran sieht. Vielleicht geht das von den Seiten nur nach innen oder so ein Zeugs. Ich könnte es euch jetzt nicht sagen. Und wenn das auf jeden Fall zu ist, dann können die Deutschen halt auch von oben theoretisch kommen und von der Seite. Ne? Ich weiß nicht, ob Dredd das im Auge hat. Dann könnten sie von hier angreifen. Dann kann das sehr schmerzhaft werden. Da steht allerdings schon Infanterist. Die Frage, ob es reicht. Ich habe das gleiche Problem unten mit den Flüssen, die sich verabschieden. Ne? Die Flüsse hier, die können halt auch zu buddeln. Einfrieren, dann können die halt ohne Flussnachteil angreifen, die Deutschen. Ne? Also der Winter kann tatsächlich noch sehr unangenehm für uns werden. Dann boxen die uns aus der Verteidigung raus unter Umständen. So. Ja, also hier gab es auf jeden Fall ein paar Versuche von beiden Seiten hin und her. Da läuft was. Hier vorne gab es auch eine Mini-Offensive, Fragezeichen. Ja, 59 Mann verloren, wir 1000. Also hat sich wohl gelohnt, der Angriff. Also sind da auch immer wieder am Gucken, die Gegner anscheinend, wo sie denn was machen können. Wir haben diese Fortified so ein bisschen hier, sehe ich gerade. Vielleicht war das der Versuch, weil da oben war eben auch einer und da ist einer, hier überall eigentlich. Vielleicht ist der Versuch, dass wir unsere Infanterie da wegmachen können, weil die machen, glaube ich, nicht keinen Schaden, die Fortified. Also da ist auch ein bisschen was drin im Geh und so, ne? Aber das ist eigentlich nur, wenn ihr die Festung verlassen wollt, diese Fortified Positions, dass die eben nicht kaputt gehen mit der Zeit. Dafür packt ihr die normalerweise rein, sagt die Anleitung. So, großer Angriff, Gegner zurückgeschlagen. Aber auch hier, ne, die Verluste, die hier stehen, die werden wahrscheinlich dadurch erhöht, dass die gleich nicht mehr in ihren Winterstellungen sind. Also, ne? Da kommt noch was oben drauf, was wir jetzt nicht sehen. Also da lohnt sich das, glaube ich. Auch hier durch. Also die Deutschen kriegen jetzt auch jede Woche einer aufs Maul. Also du hättest hier richtig am Vorrücken. Kostet allerdings noch ein paar Manpower. Sind jetzt nicht die Verluste, die unten die Rumänen hatten letzte Woche. Da sind ja eigentlich alles Peanuts. Aber er macht die Stellungen sicher. Und das ist halt der Punkt, dass sie dann aus ihren eingegrabenen Stellungen raus sind. Dann müssen die neu buddeln. Ne? Also das ist wirklich, das kann sehr, sehr toll werden. Ich sehe, wo diese Zahl daherkommt. Das kann auf jeden Fall sehr, sehr schön werden. Das kann sehr angenehm werden, wenn wir die da unter Druck setzen ein bisschen. Deutsch hat damit geprahlt, dass er Festungen diese Woche auseinandergenommen hat. Mal gucken, ob wir das gleich sehen. Oder ob der
Geschichten erzählt. Vielleicht meint ihr ja da oben bei Leningrad das Ding. So, jetzt haben sie hier vorne Kursk abgekappt tatsächlich. Hat ein bisschen was gedauert, haben alles hingebracht, haben systematisch mit Flaks angegriffen. Ist das das richtige Geschütz, um das anzugreifen? Aber auf jeden Fall haben sie mit Flaks angegriffen und dabei jede Menge Bomber verloren. Ja, wer kein Jäger hat, nimmt den Flak mit oder was ist da das System oder wie oder was? Also das heißt, ein Luftkampf, der für uns lief. Ja, aber auf jeden Fall haben sie sich da durchgeboxt. Ist okay, ich habe hier hinten meine Zweierstellungen. Das heißt aber auch, dass ich mich jetzt hier sinnvoll hin zurückziehen kann und eine Linie bilden kann. Da brauchen die hier vorne gleich nicht mehr stehen, ne? Das war nur, um Kursk mit Nachschub zu versorgen. Ja, Kursk hat inzwischen auch eine Viererfestung. Die habe ich ja selber gebaut, ne? Die kann, glaube ich, nur vier gehen, wenn ihr von der Reihenfolge, glaube ich, wobei das ist eine Vierer. Ich glaube, die Anleitung sagt, es kann nur vier und fünf werden. Ne, fünf gar nicht, aber vier werden, wenn ihr eine Fortification-Einheit da baut. Das sieht aber jetzt nicht so aus, ob das gewesen war. Also eigentlich hätte das dann mit drei anhalten sollen. Nicht sicher, warum die so geil ist, die Festung. Beschwere mich zwar nicht, aber wo ist nochmal die Anleitung? Vielleicht haben sie es irgendwann gepatcht. So, die Wehrmacht. Ja, Gegenoffensiven hier vorne. Haben halt zugeschlagen. Haben 5000 Mann zusammen verloren. Sie nur 6.700. Also die Wehrmacht ist dabei, ne, überall sich zu rächen. Wahrscheinlich Rache für die Rumänen. Hier vorne haben sie es versucht. Da hat es nicht geklappt. Da gab es eine auf die Nase. Das Ding ist halt, ich weiß nicht, wann man wirklich sieht, wann der Fluss zugefroren ist. Aber ich hatte sowieso keine Wahl. Ich muss ja in der Festung da bleiben und im Winter. Duett hat ja gesagt, die soll mich nie wegbewegen. Aber ich bin nicht sicher, ah, Kharkov haben sie erobert, ob das wirklich eine haltbare Stellung dann langfristig bleibt. So, wir haben 48.000 Mann in Kharkov verloren. Ja, das war natürlich fies, ne? Gegner haben eine riesen Armee angegriffen. Immer wenn man die Verluste sieht, fragt man sich halt, hat sich das gelohnt, wirklich diese Festung zu halten, ne? Da eine Festung zu bauen und zu halten. Das ist wirklich am Schluss schwer zu sagen. Von den Verlusten her würde man natürlich sagen, klar, nee, hat sich überhaupt nicht gelohnt. Aber die mussten natürlich auch über mehrere Wochen eben hier alles Mögliche zusammenziehen, dann eben hier Werfer, Haubitzen und alles vergeben, Pioniere, ne? Also die mussten eine gewisse Einheitenkombination dahin packen, die dann irgendwo anders gefehlt hat, ne? Und dann da angreifen. Und dann müssen sie danach wieder neu verteilen. Also von der Perspektive könnte sich das gelohnt haben. Auf der anderen Seite sind das fast 50.000 Mann gewesen, ja? Wie habt ihr eigentlich 48.000 Mann von 42.000 Mann verloren? Keine Ahnung, wie das geht. Na gut. Genau, auf jeden Fall haben sie das geholt. Das war dann die Festung, von der sie gesprochen haben, vermute ich. Hier auch 6.000 Mann getötet, kam auch von allen Seiten. Dann wieder drüber auf der anderen Seite. Hier haben sie angegriffen, das hat nicht funktioniert. Trotzdem, ne, haben wir wieder eine Menge verloren. Haben wir vier Panzer erwischt. Ja, und das Erste, was mir hier auffällt, ist halt dieses extreme Scouten. Also das, was ich hier vermutet habe. Ich habe ja gesagt, es gibt ja diese drei Pfeile, wenn ihr euch erinnert, ne? Stalingrad, Kaukasusöl und dann hier hoch Pocket bauen. Und das Scouten lässt stark vermuten, dass sie die Pocket bauen wollen, weil Winter einfach die Kampfkraft der Wehrmacht massiv erhöht, ne? Und also im Vergleich zu der Schlammphase davor hatten. Also die verlieren da irgendwie 5%, 10% Kampfkraft oder so. Die verlieren natürlich auch Gerät und Nachschub schwieriger, aber ne? Also wenn da 10% Gerät kaputt geht, haben sie trotzdem unsere Armee ausgelöscht. Und wenn der Nachschub nicht ankommt, wir kämpfen ja ohne, wie wir das ganze Spiel schon überlernen mussten auf die harte Tour. Deswegen habe ich Dredd ja gefragt, was er von der Idee hält, dass ich mich zurückziehe hinter diesem Fluss hier vorne, den nächsten Fluss. Der hat gesagt, ich sollte das keinenfalls machen. Ich glaube, dass das früher oder später hier eine Offensive gibt. Erst recht, weil mein Fluss halt einfriert und die da einfach da drüber fahren. Also Dredd hat gesagt, ich soll mich nicht zurückziehen. Also bleibe ich da jetzt. Aber also mein Verstand sagt mir, ich sollte mich mindestens auf den zurückziehen. Wahrscheinlich sogar hier vorne eine Linie bilden. Ne? Sowas hier vielleicht oder so. Dass ich diese ganze Kante hier aufgebe. Und das Ding ist ja, also meine Überlegung wäre da gewesen ursprünglich. Wenn ich mich zurückziehe, dann verliere ich zwar Einheiten auf dem Rückzug. Aber die Wehrmacht verliert ja mehr Einheiten im Rückzug und wertvollere Einheiten also wenn man hinterherläuft, ne? Und daher haben die größere Verluste. Plus, hier ist ja rein gar nichts in dem Gebiet, ja? Da ist überhaupt nichts Wertvolles. Nichts, nada. Da ist nichts, was mich stören würde, wenn die das übernehmen. Also ich glaube, das ist ein einziger Siegpunkt, ein bisschen weiter oben. Genau, der wäre der Siegpunkt, ne? Aber selbst den würde man ja eigentlich nicht aufgeben, wenn man sich dahin zurückzieht. Klar, man müsste sich auch neu einbuddeln, das müssen die aber auch, ne? Also mein Instinkt wäre, die Armee am Leben zu halten. Auf der anderen Seite habe ich hier unten tatsächlich Dreierbunker. Nur der Flussvorteil ist jetzt futschbald, ne? Naja, gucken wir mal. Das waren die Kämpfe hier unten auf jeden Fall. Dredds Worte waren auf jeden Fall eindeutig und von daher halte ich mich da dran.
Hoffen wir, dass alles gut geht. Also, sie haben ja ein paar Angriffe gemacht, wo sie einfach die Nase bekommen haben. Weiß nicht genau, worum sie die gemacht haben. So, wir haben auch gescoutet. Man sieht halt hier unten wirklich die Rumänen. Die haben allerdings jetzt die Panzer und die Motorisierten umgestellt. Ich gucke da gleich nochmal im Detail rein. Genau, Fernglas anmachen. Ich habe halt hier unten mal gefragt, ob man mal mittig scouten kann, weil hier in der Seite nicht viel stand. Hier vorne steht nicht viel und da wollte ich einfach mal sehen. Also, das sind ja, glaube ich, auch Rumänen oder was das wieder ist, ne? Das ist ja nicht die Wehrmacht. Ich habe halt wirklich den Verdacht, dass die Krim leer ist und dass sie nicht wirklich eine Offensive da machen. Er hat halt jetzt hier gescoutet. Ich sehe aber nicht, welche Einheiten das da sind. Also, sie haben eben da gescoutet, jetzt haben wir hier gescoutet. Für mich sieht es nicht so aus, ob hier eine Offensive geplant wird, in keinem Umfang. Und da würde ich jetzt einfach den ganzen Teil der Gruppe, also ich sehe nicht alles, ne? Die könnten hier stehen, die könnten da stehen, das könnten Panzerdivisionen sein, aber das sind eben keine Wehrmacht-Panzerdivisionen, die könnten hier vorne stehen. Da sind überall Löcher in den Scouts, keine Frage. Ne? Also wir hätten das, glaube ich, schon mit Luft, Boden, also Bodenangriff scoutet nämlich auch, Bodenangriff und Scout und Recon wirklich mal komplett überziehen müssen, die Insel. Aber das, was wir gescoutet haben punktuell, lässt mich vermuten, dass das eben nicht geplant ist, eine Offensive hier unten. Und von daher würde ich mich ganz gerne jetzt hier zurückziehen und alle Verstärkung nach oben bringen. Also nicht alles zurückziehen, ne? Aber schon so ein bisschen was. Also Sevastopol bringt eh keine Siegpunkte mehr. Ich kann das wieder nicht lesen. Weil wann ist denn. Also soll dann, gebe ich, eine 6 stehen, ne? Das kann wieder kein Mensch lesen. "42, 3. Juli." Also das Fortress auf jeden Fall. Die haben sehr viele Truppen da drin. Da bringe ich immer ein bisschen was jetzt raus. Also ich muss ja nicht ganz leer machen, aber. Da passiert ja jetzt erstmal nichts. "6.000 Mann, die sind eh nicht vollständig, die Jungs." Stückchenweise. Auf die Eisenbahnlinie bringen die Infanterie. Genau, und dann bringen wir das fast ein ganzes Korps. Bringen wir dann einfach hoch. Ja, ich denke, dass da oben der Durchbruch kommen wird. Man sieht ja, das ist ja hier wirklich. Also ich will nicht sagen, dass sie den Bodensatz da hinstellen, ja, und das ist ja auch mal motorisiert ist von der Wehrmacht, aber also das sieht jetzt nicht so aus, ob das einen Durchbruch plant. Also irgendwo hat er jetzt die Panzer da hingeparkt, okay, ja. Und da eine motorisierte und hier ein Panzer, also schon ein bisschen gleichmäßiger, aber ich sehe es einfach nicht, dass da eine große Offensive stattfindet. So. Das ist ein Headquarter. Ist ja auch schon mal so ein bisschen ein Indiz. Also der normale Angriff würde ja so laufen, dass die Infanterie normalerweise ein Loch schlägt und die Panzermotorisierten durchfahren. Ne? So würde man es normalerweise angehen. Und das ist halt hier unten überhaupt nicht der Fall, dass das irgendwo sichtbar wäre, dass er das machen möchte. Ich überlege gerade, ob das hier funktionieren könnte. Also steht da einer? Man weiß es natürlich nicht. Aber dann würde ich, glaube ich, einen sehr großen Kampf herausfordern. Schön wäre es, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das hinkriege. Ich kann gleich mal einen Kavalleristen einfach nur gucken lassen. Dann wird er allerdings danach in Stücke gehauen, vermute ich. Kommst du sogar ganz rein? Ja, da stand jemand. Ich habe da ein Fragezeichen. Kannst du so einen Probe-Attack machen? Ja. Ich weiß nicht, wie stark der ist. Die Frage ist halt, ob man hier, ne, sich durchschlagen kann, um den zu umzingeln und das eine Runde zu halten, dass die zumindest rumfahren müssen. Also im Moment scheint mir das hier sehr leer zu sein. Und die sind ja auch nicht stark, ne? 4, 2. Der ist ein bisschen heftig. Und hier stapeln sich dann langsam. Hier vorne.
Aber was wollen die denn da angreifen? Der ist doch eigentlich nix. Also mein grober Verdacht wäre jetzt erstmal, hier ist nochmal motorisiert, ganz viel. Also ist alles motorisiert und irgendwo mechanisiert, motorisiert hier. Vielleicht ist das Ziel hier oben irgendwo. Vielleicht sind die Truppen auch einfach nur alle beschäftigt gewesen bei diesen Belagerungen, dass sie sagen, die wollen im Winter das jetzt auflösen. Jetzt haben sie gerade Kharkov gemacht und als nächstes wollen sie Kursk machen und wollen gar nicht angreifen. Ich sehe es halt nicht in den Karten mit dem Angriff im Moment. Also ich würde jetzt die Verteidigung weiter ausbauen, eine mobile Defense hinten aufbauen, um auf den Durchbruch zu reagieren. Und sonst die Seiten, alles wo schwach ist, einfach wieder zuschlagen. Vielleicht kann man ja nochmal eine halbe Million Mann töten oder so. Ne, 50.000 waren es leider nur. Aber sowas in der Richtung. Ja, das da vorne ist, glaube ich, nicht gut. Er soll dem Gegner halt wehtun, aber meine Defense nicht vernachlässigen. Lohnt sich das? Und dann übers Wasser? Bei diesem Angriff wird, glaube ich, nicht angezeigt, dass ich bis zu 2/3 Disrupted kriegen kann übers Wasser, ne? Snow 3. Ich weiß nicht, ab wann das zugefroren gilt. Major River steht da nur, da steht aber da nicht Frozen oder so. Also normal würden die ja da durchkommen. Ich versuch's mal. Mal jetzt gucken, ob die disrupted waren alle. Naja, der Angriff war eine Katastrophe offensichtlich. Aber ich will halt wissen, wie viel disrupted wurden beim Übersetzen. Ground disrupted. Also ich nehme mal an, dass das, wenn keine Luftwaffe da waren, das war ja nicht wirklich was zum Strafen, dass das alles durch den Fluss kam, ungefähr. Also ja, ungefähr ein Drittel davon, die Hälfte von dem, ein Drittel davon, hier ein Viertel, hiervon ein Viertel, davon vielleicht so ein Fünftel. Ja, also zu 2/3 ganz grob gesprochen scheint ja sogar hinzukommen. Nicht bei allem, aber das sind alles Truppen, die nicht gekämpft haben bei dem Angriff. Also der Fluss ist auf jeden Fall intakt und eine Katastrophe. Gut zu wissen, dass er funktioniert. Also habe ich eigentlich den Dings jetzt kaputt gemacht, die Befestigung, dass sie wenigstens frieren. Da war gar keine Festung, die stehen sowieso schon im Freien. Okay. Okay. Also machen wir nicht nochmal, aber jetzt wissen wir zumindest, dass der Fluss funktioniert und dass Disrupted wirklich kräftig ist. Ja, also wenn du mich fragen würdest, ich würde sagen, der Angriff ist hier geplant, obwohl ich überhaupt nicht sehe, warum. Aber da sind die stärksten Verbände. Immer noch around it, okay. Wie machen wir das? Die Anweisung war ja eindeutig. Er hat hier wieder Fortified gebaut, sehe ich gerade. Vielleicht, also er hat mir ja nichts gesagt, ne? Also wenn er einen Plan hat, muss er mir den mitteilen. Also was ich mir vorstellen könnte, und da muss ich jetzt raten, weil er ja nicht darüber redet, ist, dass er die baut, damit wir uns nachher zurückziehen und die dann eben nochmal eine Woche das halten oder so, um den Rückzug zu decken. Aber seine Worte ziehe ich auf gar keinen Fall zurück. Ist das der Grund, warum er da hinten schon steht? Ich bin verwirrt, Mann. Also ich weiß leider nicht, was mein Mitspieler da plant, worum er das baut. Keine Ahnung. Vielleicht gibt es ja wirklich Kampfkraft, die Dinger. Das wäre mir relativ neu. Also, ich meine, ist ja schon ein Artillerie drin. Ja, keine Ahnung. Er hat alle APs halt verwendet dafür. Komplett aufgeraucht, die Dinger. Ich wünschte, der würde mir das mitteilen, was er davor hat. Tja, wie machen wir das jetzt hier? Also wenn der Fluss zufriert, gibt es ein Massaker. Ja, also hier müssen wir irgendwas gucken. Ich sage ja, also mein Instinkt wäre, sich zurückzuziehen. Ganz eindeutig. Ist halt schade um das Schienennetz da, ne?
Ja, den Flugplatz kann ich nicht aufgeben, weil er unendlich viele Flugzeuge leider stehen hat. Dann bleiben wir da auch drin. Macht natürlich meine Front noch ein bisschen breiter, als mir lieb ist. Ich schreibe ihm gleich nochmal, er soll die nochmal zurückziehen, die Flugzeuge. Also zumindest von dem Flughafen hier. Ja, das übliche Spiel, ne? Ich habe das Gefühl, dass das hier ein bisschen zu dünn ist für meinen Geschmack. Und auch nochmal eine Reserve dahinter, falls sie durchbrechen. Also ihr könnt ja so überlegen, die werden ja Kurs mit einer Riesentruppe jetzt gleich umzingeln, dann auslöschen und dann werden sie hier über offenes Gelände, wenn der Fluss nicht bis dahin zu ist, dann ist ja überall offen, einfach da durchpanschen durch die Mitte. Und das scheint mir hier sehr, sehr dünn dafür, um das aufzuhalten. Also ich grabe dir jetzt schon mal hier ein, ja. Nach dem Motto kein Rückzug. Meine Antwort rutscht mir mal einen Buckel runter. Also ich glaube, das wird brechen über den Winter. Also ich ziehe hier schon mal eine zweite Linie. Vielleicht sogar schon mal eine dritte Linie. An dem Fluss eine kleine und dann an dem hier eine. Ich glaube, wir werden früher oder später hier vorne an diesem Fluss kämpfen. An dem Don, wenn ich das richtig lese. Das hier zu halten, wenn der zufriert, der Fluss, das wird wahrscheinlich kollektiver Selbstmord. So, wo stehst du da? Ah, kann er irgendwo durchbrechen? Ich meine, da unten ist nicht so schön und da will ich auch keine Mechanisierte hinstellen. Den Infanteristen da rein. Und jetzt brauche ich da noch einen. Keiner mehr über, ne? Der kaputte nur. Der hilft natürlich nicht. Also im Flugplatz, das melde ich mal gerade, dass der leer gemacht werden muss. Also die muss wirklich nur an einer einzigen Stelle durchbrechen, die Achse. Ne? Dann sind die im Grunde genommen, die gesamte Armee ist die tot. Die fahren dann gerade durch. Winter hält ja keinen auf. Also ich brauche hinten ganz viele Blocker vielleicht. Also kann ich die jetzt wirklich an die Front stellen oder müssen jetzt nach hinten? Am besten löse ich meine Panzerdivisionen ab. Von der Bryansk-Front, weil die auch einsatzbereit stark sind zum Zurückschlagen. Und wenn es dann einen Durchbruch gibt, dann stehen die schon zumindest im Hinterland. Ja, müssen wir die irgendwie verteilen. Die stehen da. Die können rüber, sagst du? Wahrscheinlich letzte Woche hingepackt oder sowas. Mit dem da oben an, okay. Und dann gehen die jetzt nach rechts, dann kann der ins Hinterland. Die Infanterie an die Front. Die Panzer würde ich nur ungern nochmal bewegen, aber was soll ich machen? Das Problem ist halt einfach, dass die keine Bunker ausheben, diese Truppen. Ne? Das muss da einfach auch was anderes hin. Voll.
Also klar, ich packe die Eliteverbände jetzt hier aus der Front raus, aber die normale Infanterie, die reicht ja dafür. Wenn die wirklich hier den Kampf führen und diese Panzer an der Front ausgeschaltet werden, dann, ne, die Infanterie kann das halt nicht jagen gehen. Das geht halt nicht. Das können wir dann vergessen. Also viel wie möglich von denen austauschen. Ansonsten müssen wir die einfach unassignen ins andere Headquarter. Müssen wir für richtige Bunker anfangen auszuheben. Lässt die nicht vermeiden. So, die Packdinger, die fahren auf jeden Fall immer hier mit, wo die ganzen Panzerangriffe zu erwarten sind. Die sind dann als Reserve dahinter immer. Zumindest mit eingraben. Und jetzt natürlich auch die Zone-of-Control-Problematik, ne? Ja, schon bewegt. Wenn die halt an der Front stehen, dass die, ne, wenn ich die Panzer da rausziehe und so, obwohl ich die nur rausziehe, nach rechts geht's eigentlich, ne? Das kostet, glaube ich, nicht viel. Genau. Müssen wir, glaube ich, da links aufteilen. Müssen wir gleich wieder umstellen, geht, glaube ich, nicht anders. In der Hierarchie umbauen. Macht einen Riesenspaß, das jede Woche zu machen. So, die Panzer der Backline, Reserve 100% einsatzbereit. Der nicht, oder der linke. Also wenn jemand angreift, dann fahren die hoffentlich dahin. Dann muss ich noch gucken, dass sie auch in die richtigen Fronten assigned sind. Das müssen wir auch noch gleich alles anpassen. Ja, und jetzt müsste ich eigentlich hier diese Panzer da mal sortieren. Natürlich nicht schön, dass sie jetzt alle im Nirvana hinten stehen. Da müsste auch so ein Stützpunkt gebuddelt werden von irgendeinem Infanteristen, Level 2. Da wäre vielleicht so ein Fortify, so eine Dinger, die ich nicht mehr bauen kann jetzt. Aber ne, das wäre vielleicht gut gewesen vorher hier. Level 2 Fortress in Abständen zu bauen, damit ich da die Panzer reinfangen kann in die Garage. Das wäre nicht schlecht gewesen, vermute ich mal. Habe ich aber jetzt nicht, ne? Vielleicht nächste Runde mal ein paar Punkte nehmen. Tja, wo wird der Angriff stattfinden? Null Ahnung. Null. Ich fahre die auf jeden Fall ein bisschen mehr drauf, damit die in die Bunkeranlagen gehen. Ich hätte lieber eine Backline, aber mit dem Frieren ist auch so eine Sache, ne? Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Dann werden die gebufft, die Headquarter. Ja. Das wäre das. Könnte ich nicht ausladen, den kann ich ausladen. Ich fahre die gleich gemeinsam hoch. Ja, und jetzt wieder Hierarchie umbauen angesagt. Jetzt mache ich wieder auf Video. Guck nur noch mal ganz kurz die Zahlen durch. Also hier unten bin ich natürlich viel zu kräftig aufgestellt, weil die euch vom Süden kommen. Aber ich schiebe die immer stückchenweise nach oben. Also es ist ja in der Mache. Das Ding ist, dass die Wehrmacht halt auch unsere Zahlen sieht und die hat ja halt diese inneren Radien hier, ne? Die kann einfach einen Panzer von hier nach hier fahren und ich muss meinen von hier rumfahren, ne? Und da ist das einfach eine ganz, ganz beschissene Verteidigungsstellung. Also da ist die Katastrophe fast schon vorprogrammiert, hätte ich gesagt. Vielleicht geht denn hier der Nachschub aus. Ist seit Runde 1 gefühlt rot. Und da sehe ich das da leider auch nicht. Können wir zumindest mal die Combat Preparation Points gucken. Ja, sind noch nicht alle grün, aber die sind grün. Das heißt, die wären einsatzbereit, um, ne, diese drei hier, um dicke Löcher zu punchen. Das hätten die schon mal.
Ja, erschöpft sind die auch nicht, also sie sind komplett frisch, die Freunde. Haben auch Treibstoff so genug. Was ist das dann, 80% oder so? Also sie sind absolut kampfbereit. Auch Mann. Kann man denn wenigstens Verstärkung kriegen, aber da fehlt wahrscheinlich die Manpower, ne? Muss man das wieder filtern. Es ist schön, wenn man den Filter mal merken könnte. Ja, da ist wieder nichts einsatzbereit. Weil im Feld halt auch einfach alles fehlt, überall. Daran liegt das. So, dann lass uns noch mal ein paar Zahlen durchgucken und dann mache ich danach die Hierarchie und dann ist es für heute vorbei. Also Manpower-technisch sind wir anscheinend über 6 Millionen jetzt. Die Gegner haben 6,8 Millionen, dann sind wir noch mehr als wir im Feld, aber so langsam passen wir uns an. Und wir haben ja, ne, doppelt so viele Panzer zum Beispiel. Also das geht sich ja auch schlimmer. So, was gucke ich mir gerade an? Mapman, also wahrscheinlich Manpower auf der Map soll das wahrscheinlich heißen. Das heißt, wir haben die schon vor einigen Wochen auf der Map mehr bekommen. Das sind aber jetzt, da steht jetzt die Achsen, aber sollten, also da sind ja auch Rumänen und so dabei. Ne? Also eigentlich sind wir schon lange an dem vorbeigezogen wohl, was Manpower angeht. Die haben die wohl in den anderen Theater mit Frankreich und Co. Also auf der Map haben wir mehr als die, wenn das hier stimmt, ne? Eine halbe Million. Und das ist natürlich schon mal eine Zahl, die ganz nice ist, aber ne, unsere kämpft ja auch massiv schlechter. Das muss man immer noch dazu haben. Losses. Ja, 116.000 Mann verloren. Das waren unsere Festungen oben in Oranienburg, wie das Ding da heißt, und bei mir unten. Die da alle gestorben. Die Zahlen stimmen aber nicht, oder? Weil ich habe doch letzte Woche fast 50.000 ausgelöscht bei der Wehrmacht, bei den Achsen. Müsste das nicht auch hier auftauchen? Sehe ich jetzt nicht, oder? Es sei denn, dass da war diese, weiß ich nicht, 45.000 oder so. Ja, das kann doch sogar gewesen sein hier. Ist alles ein bisschen verzogen dann. Dann passt es vielleicht. Fuel Production. Ja, es geht weiter runter bei denen, das ist schon mal nett. Nächstes Jahr haben sie dann nichts mehr. Ich würde gerne die Trucks von denen sehen, aber steht da wahrscheinlich nicht drin. Ne? Ja, also, wenn das funktioniert, wenn die jetzt nicht eine erfolgreiche Offensive machen, die einen riesen Kessel hier bildet, und davon gehe ich fast ein bisschen aus, ehrlich gesagt, dann scheint sich das richtig gut zu entwickeln, das Ganze. Ach, war das hier noch steuerbar? Dann fahren wir die noch an die Front. Ja, also dann machen wir hier eine zweite Linie auf. Gar nicht gesehen eben. Genau, da buddeln wir schon mal für Stalingrad. Das war die Idee. Vielleicht ist es schon zu weit hinten gebuddelt, aber dann habe ich hier eine große Festung gleich stehen. Am besten wäre es wahrscheinlich in Stalingrad selber zu buddeln, weil da nichts ist. Falls es da je hingeht. Ich würde die lieber davor aufhalten und da buddle ich jetzt da. Okay, dann mache ich jetzt Hierarchie und tu Spezialtruppen verteilen. Dies wäre es dann für heute. Ciao, ciao.